Hallo und herzlich willkommen zu Selfio TV. In diesem Video möchte ich euch das neue Fitting-System Selfio Press vorstellen. Das Fitting-System Selfio Press ist ein hochwertiges Pressfitting-System für Aluminiumverbundrohre. Das Fitting-System ist geeignet für Fußbodenheizungen, Flächenheizungen und Kühlungen, ölfreie Druckluft bis 10 Bar, für die Heizkörperanbindung und dank einer DVGW-Zulassung sogar für die Trinkwasserinstallation. Die Fittings verfügen über einen hindernisfreien Durchgang, was die Strömungsgeräusche minimiert. Und es gibt an der Hülse drei Sichtfenster, sodass man aus jeder Position die Einstecktiefe des Rohres im Fitting überprüfen kann. Die Fittings aus deutscher Fertigung lassen sich mit Pressbacken der Kontur U bis 32 mm oder der Kontur TH bis 63 mm verpressen. Unverpresste Fittings sind undicht und lassen sich so bei einer Druckprüfung sehr schnell identifizieren. Die Breite der Produktpalette ist auch bemerkenswert. Es gibt gerade Verbindungen auf verschiedene Durchmesser, gerade Verbindungen mit Innengewinde oder Außengewinde, Bögen in verschiedenen Durchmessern, T-Stücke mit verschiedensten Abgängen und sogar kreuzungsfreie doppelte T-Stücke, um nur ein paar zu nennen. Und wie man die Selfio-Press-Fittinge verarbeitet, das zeige ich euch jetzt. Um die Fittings fachgerecht und sicher zu verarbeiten, benötigt man das richtige Werkzeug. Zum Beispiel eine Rohrschere wie diese hier. Muskelbetrieben oder elektrisch angetrieben. Das ist vorteilhaft, wenn man nicht nur zwei Rohre schneiden muss, sondern eine ganze Hausinstallation vorhat. Dann braucht man noch einen Rohrkalibrierer, der zum einen das Rohr kalibriert und zum anderen auch noch das Rohr innen und außen entgratet. Und natürlich eine Rohrpresse. Die gibt es mit Muskelkraft betrieben oder wie diese hier elektrisch betrieben. Hier gilt das Gleiche wie bei der Rohrschere. Wenn man nur wenige Fittings verpressen muss, ist eine manuelle Presse natürlich ausreichend. Bei einer ganzen Hausinstallation ist eine elektrische Presse sehr vorteilhaft. Und die beiden hier, die kann man sich mieten auf samoba.de. Als erstes schneidet man das Rohr mit der Rohrschere auf die gewünschte Länge. Beim Maßnehmen darf man die Länge Rohr, die im Fitting verschwindet, nicht vergessen. Der Schnitt muss im rechten Winkel zur Rohrlaufrichtung erfolgen. Dann wird das Rohr, welches eventuell durch das Schneiden etwas verformt wurde, mit Hilfe des Rohrkalibrierers wieder in seine runde Form gebracht und gleichzeitig entgratet. Dann kann das Rohr in das Fitting eingeführt werden. Hier kann man die Einstecktiefe des Rohrs an den Sichtfenstern überprüfen. Solange das Fitting nicht verpresst ist, ist es undicht. Also verpressen wir jetzt. Bei diesem 16x2 Fitting habe ich die Wahl zwischen U- und TH-Pressbacken. Das hier sind TH-Pressbacken. Wichtig beim Verpressen ist, dass die Backen im rechten Winkel auf der Presshülse sitzen, um sicherzustellen, dass es rundherum gleichmäßig verpresst wird. Und fertig! Die dichte Verbindung ist hergestellt. Diese Verbindung hält bei 70 Grad Celsius und bei einem Druck von 10 Bar 50 Jahre. Und wie diese Verbindung nach 50 Jahren aussieht, das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Bei Fragen rund ums Thema Rohrinstallation und Fittings sprecht uns einfach an. Und das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, macht's selbst.